Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 22.08.2022. Und unser DAX, ja, hat am Freitag die roten Lichter gesehen. Es war wieder Verfallstag. Wir sind ja eigentlich auch schon drauf eingegangen, hatten gesagt, ja, hier mit Flagge und Verfallstage. Von den letzten 10 Verfallstagen sind 8 in Blutbad geendet und hatten, glaube ich, im Video gesagt, wir sollen uns oder orientieren uns weiter an der 700 hier an dem Schluss. Und alles, was unter 700 geht, ist dann vielleicht eher schon short in die 575 rein, in die 550 rein. Und wenn er viel mehr sogar noch machen will, dass er dann auch in die 445 rein kann. Das hat er nicht gemacht. Also so gesehen ist auch ein Blutbad ausgeblieben. Wir haben eine zweite Abwärtswelle gesehen, die deutlich träger gewesen ist, wie das, was wir vorher gesehen haben. Sodass es gegebenenfalls vielleicht schon ein Korrekturabschluss war. Also wenn das hier bloß ein ABC gewesen ist, kann das durchaus sein, dass wenn er sich Mühe gibt und am Montag nach oben überrascht, zurückläuft. Aber, warte mal, ich wollte eigentlich andersrum anfangen. Eigentlich wollte ich andersrum anfangen, weil deswegen habe ich auch das Bild mit den roten Ampeln drin. Wochenkerze sieht echt scheiße aus im DAX. Also das sieht wirklich nach Umkehr aus. Nach jetzt 5, 6 grünen Wochenkerzen haben wir jetzt eine rote Wochenkerze. Der hängt hier ein bisschen hinten Seilen, hat auch unten die 4,45 noch nicht gesehen. Also ich würde eigentlich schon eher sagen, dass er auf der Unterseite immer noch für mich noch kein Long-Kandidat hier ist, ja, also auch unter der 700 noch nicht wirklich ein Long-Kandidat ist, oder ich würde mal jetzt vielleicht sagen, unter 650 kein Long-Kandidat für mich ist, weil ab 650 würde ich schon denken, kann man auch auf das Gap da closen, auf das Gap hin Long in die 700 rein und dann eben auch höher, aber hier ist auf jeden Fall noch Risiko drin, so wie wir das gestern gesagt hatten oder für den Freitag gesagt hatten, ist das noch immer so und sollte auch die 445 fallen, dann kann er auch weiter, ne, 390, 350, 300 und dann 13.200, 13.012 1800. Das sind dann die nächsten großen Ziele, die dann unten kommen. Und da kann er sich ruhig auch ein bisschen austoben. Wenn er aber so fällt wie am Freitag, dann wird das nichts. So, und jetzt komme ich eher zur Ausnahme, weil, aber was heißt Ausnahme? Von den, wir haben ja gestern gesagt, oder für den Freitag gesagt, dass Verfallstag ist am Freitag und von den letzten 10 Verfallstagen bestimmt gut 8 Verfallstage alle rot nach unten gegangen sind. Und wenn wir gucken, was er nach den roten Verfallstagen gemacht hat, war das in der Regel eigentlich nur Umkehr nach oben gewesen. Ja, also sehr, sehr, sehr oft der Montag dann vollkommen die Schwäche vom Verfallstag wieder rausgenommen. Und mit dieser Verkeilung oder mit diesem trägen Abgleiten hier, was wir unten haben, man kann nicht so richtig einen Keil ziehen dort. Ne? Das wäre eigentlich nicht richtig, aber das hat auch im Chat bei uns einer gefragt, auf unserer Seite moneymonkeys.com. Ist das jetzt auch eine Verkeilung? Weil das wirkt wieder so. Es ist es nicht, aber es ist vom Grundprinzip genau das gleiche gewesen. Auf jeden neuen Tief ist der Markt erstmal wieder zurückgekommen, hat aber noch keine Stärke gezeigt. Sollte er Stärke zeigen und dieses Korrekturmuster abschließen, würde natürlich über 650 dann hier einen Korrekturabschluss stehen lassen und dann entsprechendes Long-Signal liefern Richtung 700 und Richtung auch höher rein. Also auch durchaus wieder 820, die man dann in den Mund nehmen kann, wenn die 650 nach oben gerissen wird. Das heißt, sehen wir den positiv, sehen wir den über 600 am Montag, dann würde ich schon sagen, stellen wir das mal zurück, weil dann war das hier einfach bloß Verfall. Ja, und dann haben die den für den Verfall zurechtgerückt, nochmal ein bisschen runtergezogen, damit nicht so hoch abrechnet und lassen den jetzt wieder nach oben tigern. Ja, aber der muss auch echt dahin, Leute. Ja, also geht er nicht über die 650, geht er nicht über eine 600, bleibt er unter einer 600 am Montag, ist das für mich nach unten Risiko einfach. Ne? Das heißt, mit jedem tieferen Hoch und jedem tieferen Tief, was kommt, würde ich einfach von weiter fallenden Kosten ausgehen. 4,45 als nächstes, hier vielleicht eine 400, was ist das hier, 4,75, nee, wir geben nicht viel auf die grüne Linie. 4,45 ist wichtig, 400 ist wichtig, 3,50 sind wichtig, 200 ist dann wichtig. Das sind die nächsten Stationen auf der Unterseite, ja, die er dann anlaufen kann. Und wenn der da weiter Schwäche zeigt, ja, dann runter. Aber wenn der per Aufwärtsgap reinkommt, weil das hat er ganz oft nach den letzten Verfallstagen gemacht, immer Aufwärtsgap und dann komplett durchziehen nach oben, würde ich aufpassen. Also über 600, über 650 ist er für mich deutlich neutraler wieder, eher mit kleinem Long-Signal, dann oberhalb der 650, ja, dann würde ich das einfach zurückstellen, was hier die zwei, drei Tage nach unten kam und auch die Wochenkerze erstmal zurückstellen, weil kann durchaus sein, dass der das dann auskontert. Aber wenn der hier weiter jetzt abkleckert, also da ist auch schon noch Platz für einen Rücklauf. Und der ist jetzt 5, 6 Wochen am Stück gestiegen. Ja, der darf auch mehr als eine Woche dann nur mal ein bisschen Pause machen und rumdrehen. Der darf auch seitwärts gerne hier noch rumschieben. Zwischen 4,45 und 6,50 noch eine Woche zur Seite schieben. Das wäre auch okay. Ja, aber ich würde
mit Long einfach noch ein bisschen mich zurückhalten, bis der wieder Stärke zeigt, weil das ist für mich eher fast auf der Short-Seite interessant, wenn er dann nach unten tendiert halt, ne? Oder man wartet halt wirklich dann, bis das Umkehrsignal da ist. Ja, gut. Okay, dann, ja, sind wir durch. Das ist es. Wünsche euch viel Erfolg zum Montag, gutes Klingen und hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.